Demokratiebildung sollte sich selbst ein Bild von dem Bürgerbewusstsein der Lernenden machen. Alle Schülerinnen und Schüler verfügen über Sinnbildung beispielsweise zu folgenden Fragekomplexen. Wie werden individuelle Interessen zu allgemeinverbindlichen Regelungen? Wie integrieren sich Individuen zu einer Gesellschaft? Wie wird ökonomisch und nachhaltig gehandelt? Wie vollzieht sich sozialer Wandel? Welche allgemeingültigen Prinzipien leiten das Zusammenleben? All diese Fragen und Vorstellungen sind für die Demokratiebildung relevant. Aber wie kann die Demokratiebildung an diesen Präkonzepten anknüpfen, um ein demokratisches Bürgerbewusstsein zu fördern? Ein demokratisches Bürgerbewusstsein befähigt Schülerinnen und Schüler zu einer kritischen Beurteilung aktueller Problemlagen und zu einer aktiven Teilhabe an dem gesellschaftlichen Diskurs und dem politischen Prozess. Die entwickelten Schülerkonzepte von Macht und Herrschaft sind mitentscheidend für eine gelingende Partizipation. Der gesellschaftliche Gestaltungsprozess verläuft nicht harmonisch, sondern in der Regel konflikthaft. Deshalb sind das Konfliktlernen und das Lernen am Konflikt Kernelemente der Demokratiebildung. Ein demokratisches Bürgerbewusstsein ist sensibel für die Unterscheidung von einer effektiven Interessens- bzw. Gemeinwohlorientierung und postdemokratischen Formen der bloßen Aktivierung. Argumentieren, artikulieren, debattieren, kritisieren und der Austrag von Konflikten kennzeichnen ein Engagement- und Partizipationshandeln, das über nur erwünschte Verhaltensweisen hinausgeht. Der demokratische Bürger, die demokratische Bürgerin, muss als souverän gebildet werden. Ein Souverän, der sich gemeinwohlorientiert in die Gesellschaft einbringt und verantwortlich die Zivilgesellschaft gestaltet. Engagement- und Partizipationsbildung ist heute unlösbar mit einer kritischen Medienbildung verknüpft. Dabei geht es um den Einfluss der medialen Öffentlichkeit auf die Meinungsbildung, aber auch um die neuen Beteiligungsformate der Informationsgesellschaft. Demokratiebildung muss diese Vorstellung aufgreifen. Ein demokratisches Bürgerbewusstsein ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, gesellschaftliche Diversität und Differenz als eine Normalität zu erkennen, die durch Zuschreibung, Auf- und Abwertung erfahren kann. Die Demokratiebildung stellt pädagogische und didaktische Konzepte zur Bewältigung einer zunehmend heterogenen Gesellschaft bereit. Es geht um Umgangsformen mit Vielfalt, die Formen der Exklusion, der Diskriminierung und des Rassismus effektiv begegnen. In diesem Feld spielen insbesondere Fragen der Kinder- und Menschenrechtsbildung eine Rolle. Wichtig erscheint nach wie vor die Erkenntnis, dass Integration nicht Anpassung oder Assimilation bedeutet. Interkulturelles Lernen ermöglicht den Perspektivenwechsel, erleichtert die Kommunikation durch Selbstentfremdung und eröffnet schließlich das Verständnis dafür, dass Gesellschaftlichkeit nicht durch Homogenität, sondern durch die partielle und vielfältige Einbindung von Individuen und Gruppen entsteht. Die demokratische Gesellschaft basiert auf der Diversität von Menschen, die in ihrer Vielfalt gleich sind. Exklusion findet statt, wenn die Differenz ungleiche Teilhabe bedingt. Insofern ist Demokratiebildung zweierlei zugleich: Diversity Education und Inclusive Citizenship Education. Ein demokratisches Bürgerbewusstsein reflektiert, dass die gesellschaftlichen, insbesondere ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten an Grenzen des Wachstums stoßen können. Die menschlichen Gestaltungsoptionen finden ihre Grenze nicht mehr in der Technik allein, sondern in der Verantwortung, dass diese Optionen auch künftigen Generationen offenstehen müssen. Dieser Umstand verpflichtet zivilgesellschaftliches und demokratisches Handeln zu einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Engagement und Demokratiebildung entwickelt das Verständnis dafür, dass ökonomisches Handeln nicht nur effizienz- und wachstumsorientiert sein kann, sondern immer auch sozial und ökologisch verantwortlich sein muss. Ein demokratisches Bürgerbewusstsein ermöglicht es Schülerinnen und Schülern weiterhin, den sozialen Wandel als Gegebenheit wahrzunehmen. Die soziale Realität ist historisch entstanden
vorübergehend und demokratisch gestaltbar. Ein Verständnis für gesellschaftsprägende Dynamiken wie Globalisierung, Flüchtlingsbewegung, Europäisierung sind unabdingbar, um in dem gesellschaftlichen Wandel demokratische Prinzipien zu aktualisieren und an neuen Herausforderungen die Menschenrechte als Handlungsnorm zu erhalten. Ein demokratisches Bürgerbewusstsein befähigt zu der Erkenntnis, dass Demokratie nicht statisch ist, sondern immer nur ein Ausschnitt eines Demokratisierungsprozesses, in dem das Recht auf Selbstbestimmung immer wieder für neue Gesellschaftsfelder und von neuen Personengruppen erprobt und erkämpft wurde. Engagement und Demokratiebildung macht sensibel dafür, dass es in diesem historischen Prozess immer auch antidemokratische Opponenten gab. Um die demokratische Zivilgesellschaft wurde und wird gestritten. Ein demokratisches Bürgerbewusstsein ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, gesellschaftliche Probleme und politische Konflikte auf der Basis demokratischer Grundwerte und in Orientierung an der Würde des Menschen zu beurteilen. Demokratiebildung zeigt Wege auf, wie die Grund- und Menschenrechte auch und insbesondere in Konfliktsituationen als normativer Kompass hilfreich sein können. Besondere demokratische Lernchancen entstehen, wenn demokratische Werte in der Problemlösung kollidieren. Hier beginnt politische Urteilsbildung. Demokratiebildung begegnet auch den Gefährdungen, die entstehen, wenn Werte wie Frieden, Gleichheit, Solidarität, Gerechtigkeit, Toleranz und Anerkennung oder Freiheit relativiert oder geleugnet werden, zum Beispiel durch Rassismus, Rechtsextremismus oder Fundamentalismus. Demokratiebildung regt couragiertes zivilgesellschaftliches Handeln an.